habe Birger Rühls dreimal getroffen. Das letzte Mal im Januar, 9. Januar 1994. Das Material zu bekommen, ich sagte schon, war ich am 9. Januar 1994 das letzte Mal in Kongsberg. Birger war einige Jahre vorher zurück in seine Geburtsstadt gezogen und wir trafen uns im Kongsberger Skimuseum, was 1987 veröffentlicht worden war. Und er war damals 82 Jahre alt und er ging nach einer Knieoperation, die Ende Oktober 1993 er hinter sich gebracht hatte, ein Krücken. Die Krücken sieht man hier nicht, klar, er sitzt, aber das war so das Umgeben von vielen Büchern, Diplomen, Dokumenten, wie wir uns unterhalten konnten. Es war vor allem Siegmund, der darauf drängte, in Kongsberg ebenfalls eine richtig große Schanze zu errichten. Er baute sie mit seinen Brüdern und Freunden und die einzigen Kosten, die dabei entstanden, dass man waren die für das Dynamit, mit dem man ein Stück des Berges wegsprengen konnte. Woran Birger das festmachte, wenn man damals in Norwegen Meisterschaften in den Provinzen austrug, dann waren dort 250 bis 300 Springer am Start, und zwar an 8 verschiedenen Orten. Heute sehen wir unsere Besten nur noch beim Weltcup. Siegmund, der inzwischen in der Sportartikelbranche eingestiegen war, lebte 1930 in Prag und von dort aus belieferte er so gut wie den ganzen Südosten Europas mit Brettern, Norweger Pullovern, Fäustlingen und Mützen. Jeder von uns kennt die. Außerdem waren die Wege in die großen Wintersportorte in den Alpen und in den Mittelgebirgen von dort aus kürzer. Auf Einladung von Siegmund, der in Lech Blesitz 7. Platz belegt hat, übersiedelte Bürger im Herbst 1932 nach Deutschland, um mehr zu lernen, wie ihm Siegmund aufgetragen hatte. Als gelernter Büchsenschlosser hoffte Birger auf eine Anstellung in Zellermelis, in einer der dort ansässigen zahlreichen und großen Waffenfabriken. Ich erwähne nur Karl Walder oder Anschütz, was auch im Biathlon noch eine Rolle spielt. Doch mitten in der Weltwirtschaftskrise erwies sich das als aussichtslos. Sport betraf, so schloss sich Birger im Winter 1932-33. Hier sehen wir ihn, dem WSV 08 Johann Georgenstadt, das ist ein Bild von Johann Georgenstadt, dass sich in diesem Erzgebirgsort damals die größte deutsche Schanze, die Hans-Heinz-Schanze, befand, auf der Birger mit 70 Meter einen sensationellen Schanzenrekord aufstellte. Ja, vielleicht erwarten Sie gerade an dieser Stelle jetzt von mir einige Ausführungen über die Beziehung von Birger nach Bad Freienwalde, aber leider muss ich Ihnen die Antwort schuldig bleiben. Ich weiß in der Märkischen Allgemein, dass er 1935 hier einen Schanzenrekord von 40,5 Meter aufgestellt hatte. Allerdings fand ich auf der Webseite Schanzenarchiv die Jahreszahl 1936. Sicherlich wissen Sie mehr darüber, vielleicht gibt es aber auch noch Forschungsbedarf und wenn ja, sollte man dann mal in der Lokalpresse suchen. Seht zu, dass ihr vielleicht den Kontakt Bad Freienwalde mit dem WSV herstellen könnt. Das haben wir geschafft. Wir haben den Kontakt über den Bürgermeister gesucht und sind sozusagen zu euch gekommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir den eigentlichen Spender dieses Pokals heute unter uns haben, Jan Knapp, der im Oberhof das Skimuseum nach der Wende aufgebaut hat. Das gibt es mittlerweile nicht mehr, aber er hat damals diesen Pokal aus Kongsberg nach Thüringen gebracht, hat den Pokal dann Wolfgang Torowski gegeben, als das Museum in Oberhof aufgelöst wurde. Damit war der Pokal in Berlin. Dann war er sozusagen bei uns und jetzt will Jan sicherlich noch ein paar Worte sagen, wie er zu dem Pokal gekommen ist. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass ich heute auf dieser Veranstaltung an diesem Ort die kleine Statue von Birger Rüth im Auftrag des Sportmuseums Marzahn-Hellersdorf an den Wintersportverein Bad Freienwalde übergeben darf. Ich habe mich natürlich auch besonders gefreut, dass ich hier nach Bad Freienwalde kommen durfte. Ich habe, wie gesagt, emotionale Bindung an diesen Ort und die Gegend. Bei der Kreisolympiade 1962 konnte ich hier in Bad Freienwalde einen dritten Platz belegen, nicht wie gesagt im Skisport, sondern im Keulenweitwurf. Rechte auf Themen. Wintersportverein noch etwas übergeben, nämlich das offizielle
Olympia-Programm von 1994 auf Norwegisch. Und die Zellermenister Spezialspringer haben mir ein Geschenk gemacht mit Unterschriften. Es fehlt leider Helmut Rechnagel drauf, aber ich würde das auch gerne dem Verein für das Vereinszimmer übergeben. Hast du mal dieses Stück im Oberhofer Museum gesehen, als wir von Sportsammlern dort waren? Ja. Später habe ich ihn wirklich in der Hand gehabt im Sportmuseum in Berlin-Hellersdorf. Und nun können wir ihn offiziell übergeben. Die Gut, wir übergeben ihn gemeinsam. Alles klar. Das war natürlich beim, an der Skisprungstanze. Viertelisten sammeln nicht nur Briefmarken, sondern gehen auch dorthin, lassen sich Stempel geben. Ich habe hier ein kleines Dokument von dieser Olympiareise, von allen Stempeln, auch von der Sprungstanze. Das auch dafür auch vielen Dank. Und natürlich habe ich auch mit Ihrem Herz bekommen. Uli, du bist in einer Generation als Olympiasieger dreifach zum Erfolg gekommen. Ich habe auch nordische Kombination gemacht. Wir würden heute mit unserem Profil überhaupt nicht mehr zur Geltung kommen. Oder siehst du das anders? Mit dem heutigen sowieso nicht. Aber ja, die Anforderungen waren eine ganz andere. Wir haben eine ganz andere Technik im Springen gehabt, wir haben eine andere Technik gelaufen. Ich bin 80, als ich aufgehört habe, war ich so bei 79, knapp 80 Kilo Lebendgewicht. Heute ist es ein paar Gramm mehr. Eine Sache muss ich dir noch mal ganz groß zugute halten. Du hast ja im Prinzip die nordische Kombination, die früher aus 15 Kilometer Langlauf bestand und drei Sprüngen, wovon zwei gewertet wurden, hast du ja revolutioniert. Das haben wir heute vier Disziplinen oder drei olympisch. Das heißt, dass die Sportart aus einer Nischensportart fast zu einer Fansportart geworden. Wir mussten damals schon gegen die Sportführung, muss ich mal so arbeiten, weil der Skisprung in die Arbeitsgruppe Kraft.